Das Kunst- und Automobilmuseum Mack in Singen am Bodensee eröffnete nun die vierte Ausstellung, die Kunst und Automobile in Zusammenhang bringt. Dieses Mal geht es um die Werke des weltbekannten italienischen Künstlers Mandazzi. Die Ausstellung trägt den Namen Carro di Memoria, Wagen der Erinnerung. Die ausgestellten Fahrzeuge greifen dieses Thema auf, denn kaum jemand wird sich an diese Exemplare italienischer Hersteller erinnern. Anfang Mai war es wieder soweit. Die Fahrzeuge für die neue Ausstellung wurden in das Mack-Museum Art & Cars eingebracht. Manchmal mit etwas Mühe, denn der Marchand 12-16 HP ist in seiner Bauhöhe so hoch, dass ein Umweg durch das gesamte Museum genommen werden musste, um dieses geräumige Landaulet-Modell auf seinen vorgesehenen Platz zu schieben. Am Mittwochabend war es dann soweit. Die Stiftungsvorstände des Mack-Museums Gabriele Unbehauen-Meyer und Hermann Meyer eröffneten bei der Vernissage die neue Ausstellung. Mandazzi ist für uns Venezia und wir beide möchten diese Ausstellung eigentlich den Singener Bürgern schenken für diese partnerschaftliche Zusammenarbeit Venezia und Singen. Venezia hat eine ähnliche Historie wie Singen und das fanden wir eigentlich ganz spannend und auf dieser Idee ist also diese Ausstellung gewachsen. Es ist für uns eine große Ehre, dass wir Mandazzi nach Singen bekommen haben. Mandazzi ist zwischenzeitlich, nachdem er in Singen in frühen Jahren mal ausgestellt hatte, zu einem internationalen Künstler gereift und es stand gegenüber dieser Ausstellung in Amerika eine große Ausstellung an. Und bereits vor einem Jahr haben wir draußen im Garten bei wunderbarer Sonne verhandelt und Mandazzi hat immer noch hin und her überlegt, gehe ich nach Amerika, wo ich lange auch gearbeitet habe, oder schenke ich meine Werke zur Ausstellung und gebe ich die nach Singen. Wir sehen nach langem Ringen, Sie sind in Singen. Wir freuen uns riesig. Zwei absolute Besonderheiten sind der kleine Cataneo Drossi, ein umfunktioniertes Spielzeugauto mit einem kompressorgeladenen Vierzylindermotor von Peugeot, das eine Höchstgeschwindigkeit von rund 110 Kilometern pro Stunde erreicht, und der Monaco Nardi Modell Cicibio, Baujahr 1932, benannt nach dem Dackel von Augusto Monaco. Er konstruierte diesen kleinen Rennwagen mit einem Zweizylinder-V-Motor zusammen mit Enrico Nardi, Massimo Lancia und Guido Aimini. Monaco erreichte mit diesem Fahrzeug Spitzengeschwindigkeiten von ca. 180 km pro Stunde. Viele Oldtimer-Fans erinnern sich sicher an die kleinen sympathischen Auto Bianchi aus den 60er Jahren. Doch die Wurzeln des Unternehmens reichen viel weiter zurück. Das älteste Fahrzeug in der Ausstellung ist der Brinetti Istucci Modell 4 von 1899. Konstruiert wurde dieses Modell von Boldrini, doch hatte er auch einen genialen Mechaniker an seiner Seite, den jugendlichen Ettore Bugatti. Er war es auch, der mit dem Brinetti Istucci 1899 das Rennen Brescia Verona Brescia gewonnen hatte. Seine erreichte Höchstgeschwindigkeit lag bei 40 km pro Stunde. In der oberen Etage des Museums sind die Werke von Marcello Mandazzi ausgestellt. Seine Werke, darunter das Werk, an den sich der Titel der Ausstellung anlehnt, der Wagen der Erinnerung. Inszeniert mit Licht entfalten die Kunstwerke eine ganz besondere Wirkung. Sie leuchten ähnlich wie im Unbewusstsein verborgene Erinnerungen, die plötzlich zum Vorschein kommen.